Das ist wichtig. Aber Energie müsste auf 100 sein. Das ist gut. So. Jetzt nehmen wir noch einmal das zu uns. Gehen noch mal kurz ein bisschen sparen hier. Hä, wieso hat er mich jetzt wieder runtergestuft? Das ist irgendwie... Ralle ich das gerade nicht. Weil ich war doch gerade 3. Jetzt muss ich schon wieder essen. Heißt, ich kann noch mal futtern gehen. So, jetzt knüppel ich mir einmal einen Mu rein. Und dann gehe ich noch mal... Mindestens auf 3 will ich noch irgendwie kommen jetzt. So. Danke. Jetzt esse ich noch mal was. So. Dann kämpfe ich doch mal. Ach Gottchen. Wann kriege ich den überhaupt, den dritten Platz? Na? Oh, ausgewichen, der Mann. Na. So, mal hier, kriegst du richtig aufs Fressbrett, Junge. Meine Güte, kann er mal aufhören zuzuschlagen? So, Runde 2. Weiter geht's. Zack, zack. Ein wunderschöner Tritt gegen die Rippen. Genau die Deckung. Zweimal ausgewichen. Ja, komm. Der Kampf geht auch wieder nur bis Runde 4 maximal. Zack, Kombo. Hier, hepp. Na. Na. Ne, ich glaub, den hau ich schon in... Wenn ich ihn nicht sogar schon in Runde 2 K.O. haue. Meine Güte. Milbury gegen Songmo. Ja, 3 Talentpunkte, 20 HP habe ich verloren. Liga-Punkteveränderung. Sieht doch schon gut aus. So, derzeitiger Rang Nummer 9. Kinnhaken. Benötigt nicht viel Geschick. Ach, lernen für 4. Ah, shit. Ah, gibt dir ein zusätzliches Talent. Okay. Alles klar. Ich gehe jetzt nochmal ackern? Oder was mache ich? Ja, ich gehe, glaube ich, nochmal ackern. Zit. Und Start. Ah. So. Gib nochmal ein bisschen Muskelkraft dazu. Oh, wieder ein bisschen Kohle machen. So, zack. Nächster Kampf in 2 Tagen. Da kann ich erstmal nochmal durchackern. Vielleicht schaffe ich sogar noch ein drittes Mal. Einer sagt da wahrscheinlich gleich zu müde. Ah, ich bin zu müde. Dann fahre ich eben nach Hause. Dann gehe ich eben schlafen. Nächster Kampf morgen. So, und ich habe natürlich Hunger. Dann machen wir uns da nochmal voll. Dann gehen wir nochmal dahin und fahren wir nochmal darüber. Dann machen wir die Arbeit eben nochmal fertig. So, dann fahren wir zum Supermarkt rüber. Gehen wir nochmal zur Abu. Zack, zack. So, dann nochmal hier rüber.
nochmal schlafen gehen. Bisschen Energie wieder tanken. Ja, das ist voll. Einmal Mu. Ein bisschen Fernsehen gucken. Um meine Freude wieder aufzubauen. So, wie sieht's da aus? 70 ist meine Stimmung. Gucken wir nochmal einen Moment Fernsehen. Zumindest bis ich meine Stimmung so auf 80 habe. Genau. So, jetzt gehen wir nochmal schlafen. So. Tudu. Zack, zack. Und dann gehen wir uns mal kloppen. Was? Plus 8, plus 8, 2, 6, 2, 6. Also es ist ziemlich ausgeglichen gerade. Boah, der hat aber 4 Talente frei, der Typ. Oh, Alter. Das könnte anstrengend werden. Ich befürchte, der wird mich wahrscheinlich besiegen. Weil das jetzt im Moment noch sehr gut aussieht. Oh, das sah jetzt schon nicht mehr so gut aus. Eieiei. Der wehrt aber gut ab, der Jung. Oh, jetzt hat er mich schon runtergeknüppelt. Na. Okay, er sieht aber energietechnisch ein bisschen schlechter aus als ich. Also was seine Energieausdauer angeht. Aber Lebenspunkte technisch ist er genauso gut wie ich. Das Problem ist, er sieht auch HP-technisch gerade ein wenig besser aus als ich. Oh oh. Ich glaube, das ist nicht so. Ich sehe nicht gut aus. Ich glaube, ich muss da irgendwas schutztechnisch nehmen. Ja, der wird mich ja, der haut mich, glaube ich, um. Da gehe ich in der dritten Runde down. Und da gehe ich down. Los! Ja, blöd. Aber ich habe noch einen Talentpunkt gelernt. Das passiert. Was brauche ich denn dafür? Ach, dafür muss ich hoher Schlag können oder Kinnhaken. Ach so, dafür muss ich erstmal wieder ins Gym. Ah, super. Na. Das ist ja ganz toll. So. Dann gehen wir mal auf den Talentbaum. So, dann lernen wir jetzt den Kinnhaken. Hm. Dann machen wir das darüber. So, und da muss ich gucken, dass ich auf 5 Talentpunkte komme. Rang 11 im Moment. Ja, im Prinzip muss ich genau das machen. Dann gehe ich nochmal ackern. In 2 Tagen der Kampf.
So. Naja, gut. Genau. Ein bisschen Kohle herholen. Na, diesmal könnte es tatsächlich schon klappen, dass ich 3 durchkriege. Ja, sehr schön. 3 durch. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Dann legen wir uns erstmal einen Moment schlafen. Jetzt sagt er, ich habe Hunger. Ist ja auch nur verständlich. So, genau. So, jetzt muss ich hier einmal rüber. Dann werde ich wieder ein bisschen umpen pumpen. Schlafen. So, das sieht gut aus. Jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen. Jetzt muss ich einmal kurz zum Supermarkt rüberfahren. Wieder nach Hause. So, dann fahren wir noch mal rüber in die Muggibude. Dann gehen wir noch mal ins Gym. Hey Kumpel, kannst du mir helfen? Ah, mal sehen, was er für mich hat. Auf geht's! Ne? Was macht er denn, du? Danke! Ich hab dich trainieren gesehen, du kannst wohl gut kämpfen. Ja, gelegentlich bin ich wirklich ganz gut. Dann sollte dich das hier interessieren. Da ist ein Ort, jenseits des Flusses, in einem Lagerhaus. Weißt du irgendetwas über inoffizielle Ultimate Fights? Ja. Wenn du dir ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du dort halt mal hingehen. Du musst einfach mehr darüber erfahren. Ich finde, es klingt zu gefährlich. Aber pass auf, bei diesen Kämpfen kannst du dich ziemlich schwer verletzen. Grünk, grünk. Ach, für mich doch gar kein Problem. Für mich doch gar kein Problem. So gesehen. So, ich gehe wieder ein bisschen pumpen hier. Hüpfen. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet, dass ich jetzt da nämlich verlieren werde. So, jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt habe ich aber nur noch, wie viel habe ich? 87. Es kommt darauf an, was für einen Gegner ich habe. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich werde mal den Kinnhaken nehmen. Fight! Oh, meine Güte. Das sieht aber wieder mal nicht gut für mich aus.
Wäre mal gut, wenn der mal ein bisschen öfter treffen würde. Ja, sowas zum Beispiel, genau. So ein Kinnhaken. Ah. So. Boah, 20er Kombo. Im Moment sieht das gar nicht schlecht aus. Aber meine Energieregeneration ist nicht gut. Die verbraucht gut Energie. Okay, jetzt muss ich den einmal rausnehmen. Muss den dafür reinnehmen. Weil meine Energie jetzt momentan absolut marginal aussieht. Ich befürchte, ich habe jetzt erstmal keine Energie mehr. Das macht nichts. Ja. So, 19. Na, jetzt knock ich dich aus. Runde 3. Komm, komm, komm. Jetzt hau ihn um. Geht doch. Win. Ha! Mann! So, habe ich 4 dazu gewonnen. Das ist schon mal gut. Hey! Du da, Großer! Ich bin Roy. Der Kampf war klasse, wirklich. Richtig klasse, Großer. Weißt du, was groß gewinnen ist? Ich habe Großer an deinem Kampf gewonnen, Großer. Und ich will dir danken. Lass uns eintreten gehen. Ich lade dich hier ein. Na, ich sollte nach dem Kampf wirklich Dampf ablassen. Warum nicht? Roy ist ein netter Kerl. Ihr könntet wirklich Freunde werden. Klasse, Großer. Gehen wir. Nach 2 oder 3 Runden gehst du in einem... Schönen Abend, nicht wahr? Was? Ja. Hallo. Ich will dir eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung? Du hast Taylor getroffen. Er sieht nett aus. Du solltest mehr Zeit mit ihm verbringen. Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung. Hab mir mein Vater beigebracht. Verbesserung? Wie denn? Große Muskeln bekommen? Geld verdienen? Neue Sachen besitzen? Du weißt, dass dein Besitz... Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt. Nicht wahr? Hör mal. Ich will nur noch ein paar Bierchen trinken und dann nach Hause gehen. Ich hab keine Idee, was du da von mir willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Narben oder nicht? Ohne Narben wirst du sterben, ey. Komm wieder, wenn du bereit bist, deine Lektion. Selbstzerstörung wartet hier auf dich. Gewinne 5 Straßenkämpfe. Das ist einfach. Ja, das ist nicht einfach, aber du schaffst das schon. Alles klar. Was gibt's denn hier? Wow. Sieht so aus wie ein Burger. Den nehme ich mal lieber mit. Nicht zu finden. Vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Glück. Ach so. Ja, ist ja gut. Ist da noch was, wo ich rumwühlen kann? Nö. Okay. Ach so, hier sehe ich meine aktuellen Ziele. Oh, Alter, was? Triff Cassie. Du hast Cassie getroffen. Der war mal Seefahrer. Jetzt kann er Assault. Triff Silver. Hoffentlich lernst du was von ihm. Achso, das geht dann da weiter. Könntet wirklich Freunde werden. Ach, das sind so Nebenhandlungsdinger. In 2 Tagen. Das ist Talente. Das bringt mir noch nichts, weil ich dann noch einen brauche. Stadtkarte. Verlassene Lagerhalle. Okay, mal gucken. Was erwartet mich denn in der verlassenen Lagerhalle? Wer ist er denn? Hi, ich hörte, du organisierst Ultimate Fights. Stimmt das? Hm, du siehst nicht aus wie ein Polizist. Also ja. Jetzt kannst du in der Ultimate Leech kämpfen. Ich mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay. Aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate Leech. Ich bin so aufgeregt. Punktzahl nur von 300. Kampf verfügbar. Ich glaube, das ist nicht... Oh, das ist nicht, sieht nicht gut für mich aus.
Der hat Wirbelpunch. Ich glaube, das wird nicht gut für mich ausgehen. Oh, der hat auch schon. Guck dir mal das Live von dem an, Alter. Oh, oh. Leute, das geht schief. Ich glaube, das. Oh Gott. Nein, das wird so vernichtend für mich enden. Ich krieg zwar seine Deckung, seine Energie zwar gut runter. Boah, aber dadurch, dass der so hart trifft, der Typ. Ja, gut. Der haut mich wahrscheinlich in der. Der putzt mich in der ersten Runde schon weg. Oh, aber ich habe ihn TKO gehauen. Also, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal TKO gehauen. Das ist ja schon mal viel wert. Ich nehme mal den mit. Aber das wird mir nicht sonderlich viel bringen, befürchte ich. Also, entweder haut er mich vorher um. Ja, der haut mich vorher um. Also, das ist. Steht, glaube ich, außer Frage, dass der mich vorher umhauen wird. Ich weiß ja nicht, ob der nach dem dritten Mal. Ich glaube, ausweichen, das wird er mich sonderlich. Wird nicht sonderlich viel bringen. Na? Ja, genau. Los! Aber ich habe Talentpunkte, das ist schon mal sehr gut. Weil, jetzt kann ich das Talent aktivieren. Das ist nämlich extremst genial. Oh, ich habe keine Life Points mehr. Das ist natürlich nicht geil. Ich glaube, ich muss mal nach Hause. Ich muss mich regenerieren. Hallo? Hey, Junge. Hast du dich schon überall umgesehen? Warum sollte ich das tun, Frank? Ich sage ja nur, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Das ist tiefgründig, Frank. Bah, lutsch eine Zitrone, Junge. Ne, jetzt gehe ich erstmal schlafen, das ist viel zu krank. Meine HP sind alles andere als gut.